das Thema der Tazkiya ist das Herz. Und daher sehen wir zum Beispiel in dem Hadith, der bei Muslim überliefert ist, Muslim, ich glaube auch bei Al-Bukhari, darin sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum. Oder wala ila, na'am, wala ila ajsamikum. Allah Ta'ala schaut nicht auf eure, er schaut nicht auf eure Körper, auf euer Aussehen. Also der Mensch wird nicht beurteilt, das Maßstab ist nicht sein Aussehen, na'am, sein Äußeres. Hiermit ist hiermit Äußeres, das Wort Äußeres ist, glaube ich, nicht so präzise, ist nicht ganz präzise. Ich würde es lieber beim Aussehen lassen, also den, nicht auf die Statur und auf die, das Aussehen des Körpers. Warum? Weil das Äußere, dazu gehören die Handlungen. Also in die Ulama unterteilen nämlich die Handlung des Menschen in innere und äußere Handlungen. Mit den äußeren Handlungen sind die Handlungen gemeint, die man halt mit den Körpergliedern ausführt. Und diese werden auf jeden Fall von Allah Ta'ala, Allah Ta'ala schaut auf diese Handlung, zweifelsohne, und sie sind ein Bestandteil des Iman. Sie sind ein Bestandteil des Iman. Deswegen sagt er dann in dem restlichen Teil dieser dieses Hadith, er sagt: Walakin yanzuru ila qulubikum, yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Aber er schaut auf eure Herzen und auf euer Handeln, auf euer Tun. Auf euer Handeln und auf euer Tun.